angeblich Mathematik, die aber in Wahrheit keine Mathematik ist, sondern einfach nur das sture Ausrechnen von analytisch lösbaren Integralen oder anderen Rechnungen. Da muss man streng die Rechnung von der Mathematik trennen. Wir lassen uns nicht beirren und bleiben bei der richtigen Mathematik und nähern uns so langsam dem Millennium-Problem, ja, die Zeta-Funktion. In dem Video geht es um einen Spezialfall. Wir definieren eine spezielle Zeta-Funktion und weisen nach, dass diese absolut konvergent ist. Dazu untersuche ich zunächst diese Reihe hier. K2 unendlich, die Summanden haben diese Gestalt. Und jetzt kann man sich erstmal überlegen, wie sieht denn die Struktur von dieser Reihe aus? Naja, 1 dividiert durch 1 mal 2 addiert mit 1 dividiert durch 2 mal 3 addiert mit 1 dividiert durch 3 mal 4 und immer so weiter. Ja. Jetzt argumentiere ich wie folgt: wegen 1 dividiert durch k minus 1 minus 1 dividiert durch k gleich, naja, 1 dividiert durch k minus 1 erweitert mit k minus 1 dividiert durch k erweitert mit k minus 1 ist nichts anderes als k mal k minus 1 k minus k minus 1. Das wiederum ist nichts anderes als k minus k plus 1 dividiert durch k mal k minus 1. Jetzt sehe ich, ich kann hier k wegheben und es bleibt 1 dividiert durch k mal k minus 1. Jetzt steht hier der Summand dieser Reihe. Beziehungsweise, wenn ich das definiere, für alle k größer gleich 2 mit k aus den natürlichen Zahlen, stehen hier meine Summanden dieser Reihe. Und es gelten die Gleichheiten. Also kann ich natürlich für die Darstellung diese Darstellung verwenden. Also wegen dieser Gleichheit folgt die Reihe beginnend bei K2 ist nichts anderes als die Reihe so. Daraus folgt, naja, dann kenne ich die Partialsummenfolge. Die Partialsummenfolge kann dargestellt werden und es gilt Doppelpunkt. Naja, Sn für die Partialsummenfolge. N ist aus den natürlichen Zahlen aber größer gleich 2 aufgrund der Tatsache, dass wir hier den ersten Summanden für k gleich 2 betrachten. So. Und die Partialsummenfolge ist nichts anderes als statt bei k2 bis n. Ja, 1 dividiert durch k minus 1 minus 1 dividiert durch k. Und auch hier ist n aus den natürlichen Zahlen aber größer gleich 2. So, das wäre die Partialsummenfolge. Und jetzt betrachten wir die Partialsummenfolge. Ich argumentiere wie folgt. Wegen K2 bis n. Also hier steht jetzt nicht mehr unendlich, sondern n. Ich betrachte jetzt tatsächlich die Partialsummenfolge.
Und ich bemerke an der Struktur etwas Interessantes, nämlich ich setze jetzt hier mal ein mit k2 beginnend, dann bekomme ich 1 minus 1/2 addiert mit 1/2 minus 1 Drittel addiert mit Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt kann ich schon erkennen, also hier ist immer, hier könnte ich ja schreiben, 1 dividiert durch 1 ist 1, ja. Hier steht 2, 3 und dann geht es eben weiter. K, dann hätte ich hier 1, 4 minus 1 minus 1 Viertel, also dann würde hier dann 3 stehen, ja. Also man erkennt, ich bin von der natürlichen Zahl her beim linken Bruch immer um eine natürliche Zahl kleiner wie beim rechten. Also kann ich hier tatsächlich schreiben, das ist 1 dividiert durch n minus 1 minus 1 dividiert durch n. Und dieses n bezieht sich natürlich auf eine willkürliche Auswahl von diesem n, ja? So. Daraus folgt, der Grenzwert von dieser Partialsummenfolge mit n ist aus den natürlichen Zahlen, aber größer gleich 2, ist nichts anderes als der Grenzwert für n gegen unendlich von, naja, was erkennt man denn hier? Es heben sich alle Summanden weg bis auf 1 und minus ein Entel, ja? Denn hier steht ja minus 1/2, hier steht dann plus 1/2, hier würde dann minus ein Drittel stehen und der nächste wäre dann plus ein Drittel, zusammen addiert ergibt das 0. Für den nächsten dann minus ein Viertel, im nächsten Summanden steht aber dann wieder plus ein Viertel. Also die heben sich alle weg, unabhängig davon, wie ich mein n wähle. Ja? Ich muss natürlich mit n größer gleich 2 sein, ja, das ist klar. Aber egal welches n ich hier einsetze, ja, in meine Partialsummenfolge, es bleibt immer nur 1 minus ein Entel stehen. Ja, und jetzt erkenne ich an der Stelle, zunächst geht n gegen unendlich, dann geht dieser Bruch insgesamt gegen 0 und ich habe als Grenzwert 1. Also habe ich hier an der Stelle nachgewiesen, dass die Partialsummenfolge konvergiert, und zwar sie konvergiert gegen 1. Das bedeutet, aufgrund der Definition, der Grenzwert einer Reihe ist ja definiert über den Grenzwert der Partialsummenfolge. Aber die Partialsummenfolge selbst ist konvergent. Ja? Also hier verwende ich die Definition der Reihendarstellung. Wir untersuchen diese Reihe. Die Partialsumme, die wir hier konstruiert haben, bezieht sich auf diese Reihe. Und wir haben nachgewiesen, dass die Partialsummenfolge konvergent ist. Also ist damit nachgewiesen, diese Reihe ist konvergent. Ist konvergent. So. Ja. Wir konstruieren uns nun eine Reihe. Konstruiere eine Reihe so, dass gilt Doppelpunkt die Reihe n Start bei 0 bis unendlich a Index n gleich. Ja, und wir konstruieren die Reihe wie folgt. Wir verwenden jetzt diese Reihe, und zwar in dieser Art und Weise. Wir schreiben hier 1 für den Summanden a Index 1, ja, also starten wir hier bei n gleich 1, nicht bei 0. Und jetzt addieren wir hier unsere Reihe dazu, von der wir bereits wissen, dass sie konvergiert. So. Und aufgrund der, ja, Ästhetik, so möchte ich es mal formulieren, möchte ich natürlich hier n schreiben. Ja? Wir haben ja auch auf der linken Seite n vergeben und die Zeta-Funktion bezieht sich immer auf den Parameter n. Ja? Also schreibe ich hier n minus 1 mal n. Ja?
Das darf ich tun. Spielt keine Rolle, ob ich hier den Laufindex mit K bezeichne oder mit N. Das ändert an der Konvergenz nichts. Ja? Diese Reihe konvergiert und zwar gegen 1. So, daraus folgt 1 dividiert durch n zum Quadrat, davon der Betrag, beziehungsweise wir identifizieren das als Norm, weil wir können hier auch vorausgreifend komplexe Zahlen zulassen. Also hieraus folgt dieser Ausdruck 1 dividiert durch n Quadrat, davon die Norm ist kleiner oder gleich diesen Summanden. Und zwar für alle n aus den natürlichen Zahlen. Ja? Und ich betone an der Stelle nochmal, dass die Mengen n unten 0 eine andere Menge ist wie n ohne unten 0. Hier wäre die 0 dabei, hier ist sie nicht dabei. Ja? Also starten wir tatsächlich bei 1. Bis jetzt haben wir aufgrund der Konstruktion diese Abschätzung, die sehr wichtig ist, erreicht. Und jetzt folgt daraus die Zeta-Funktion von 2, was nichts anderes ist als die Reihe Start bei 1 bis unendlich von 1 dividiert durch n Quadrat. Und das ist die Bedingung für die Zeta-Funktion 2. Dargestellt als 2 plus 0 mal i mit 2 echt größer 1 besitzt, wegen dieser Abschätzung hier für alle n aus den natürlichen Zahlen eine konvergente Majorante, und zwar diese Reihe hier, und die ja, Reihe ist deshalb nach dem Majoranten Kriterium absolut konvergent. Mehr wollten wir an der Stelle nicht nachweisen.